Und guck mal, weit gekommen. Okay. Kannst du rot aufmachen? Okay, hier kommen wir dann nicht weiter. Doch, da. Kommst du an Blau dran? Ich nehme das mal als ein Nein. Verdammt, entschuldige, ich hab's wieder vergessen. Im Moment noch nicht. Ich müsste mal eben den roten betätigen. Kannst du machen. Geht schon los, vergesst schon wieder. Ich rede nur. Uhu. So, ich bin jetzt beim Blau. Ja. Und? Na gut, die Tür hat mir jetzt nicht viel gebracht. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Jo. Lass mal rot machen. Ich habe mich verlaufen. Moment, da muss ich erstmal wieder blau machen. Heftig. Hin und her und geradeaus, links und rechts. So, Brot gemacht. Kannst du wieder zumachen? Jetzt? Nee, doch wieder aufmachen. Komm, ich tue die Tür nicht durch. Ja, du musst rot wieder aufmachen, weil die Tür ist klemmt sonst. Hast du? Ja, hab gemacht. Ja, die Tür klemmt trotzdem. Ich kann doch eben hier durch, hä? Ich hab rot gemacht. Moment, drücken nochmal. Hä? Warum klemmt die Tür jetzt? Warte mal. Mach mal bitte rot. Kommst du am Blau dran? Oder warte, ich komme am Blau dran, kannst da bleiben? Kommst du jetzt an Blau dran? Hoffentlich nicht, oder? Da müsste ich wieder rot erstmal. Warte mal kurz, bitte. Hier ist auch eine blaue Tür zu. Ja, warte eben. Ich muss dann rot, um dann da drüben wieder in blau zu kommen. Ja, ich guck mal kurz in den Tunnel hier rein nochmal. Einen Moment. Das ist da. Es muss ja noch einen dritten Tunnel hier geben. Es muss irgendwo ja noch einen dritten Tunnel geben, weil man kommt ja hier nicht wirklich weiter. Das meine ich ja. Also das Essen ist so eine Höhle da unten, aber da kommst du auch nicht weiter. Ich muss mal eben rot machen. Ja, mach mal. Kommst du am Blau? Nee.
Oder warte, kann ich mal kurz gucken. Habe ich jetzt vollkommen ausgesperrt hier. Warte. Ist auf. Versuche ich mal eben an zu darüber. So, ich bin. Kann ich blau wieder zumachen? Da kommst du an Rot ran? Nee. Hier unten drunter ist ja die Höhle, wo wir jetzt draufstehen. Richtig. Das Rot hier wegmachen kannst du ja unten links langs in die Höhle. Richtig, ja, bringt nicht. Da war ich eben auch, da kommen wir nicht weiter. Das ist irgendwo verkehrt. Das ist irgendwie ein Rot. Mach bitte blau auf. Da müsstest du durch das Tor durchkommen. Bist du jetzt unten in der Öl, in dieser Höhle? Nee, ich bin oben bei Blau. Bei Rot. Nee, runtergehen unter dieser Treppe. Nee, ich komme ja nicht weg, jetzt wo ich alles aktiviert habe. Ist alles zu jetzt bei mir. Aber guck mal hier, hier geht's ja hoch. Hier ist so ein Podestding. Und hier geht's ja zu dieser komischen Lampe. Da muss es irgendwann damit zu tun haben, dass dieses Podest hier am Anfang steht. Mit dem Feuer hier. Genau, das meine ich. Damit muss er immer damit zu tun haben, dass es hier hochgeht und dass was nehmen kann, also nicht nehmen kann, aber. Hier kommt man aber auch nicht rein. Hier kommt man auch nicht reingekrabbelt oder irgendwas. Das ist. Man kommt nicht drauf, man kommt nicht drüber, man kommt nichts. So, rot ist wieder. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir rot, ich gehe nochmal in den Keller. Keine Ahnung. Hier drüben sind ja so Fackeln. Ja, eben. Die müssen wahrscheinlich da irgendwie, ich habe keine Ahnung. Aber warum sollte sonst ein Podest da sein? Das macht keinen Sinn. Trotzdem mal nochmal rot mal aufmachen, bitte. Irgendwie drankommen. So, jetzt stehe ich vor der Tür. Die blockiert ist und da drüben sehe ich den gelben Schalter. Ja. Warte. Ich stelle dich doch mal da drauf, wo die Lampe ist. Also wo du meinst. Auf diese. Ja, was soll ich denn machen? Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber. Ja, über diese, da woher kommen, wer zurückzugehen hat und versucht, oder? Wie zurückgehen. Ja, da wo es hochgeht, da wo er an dich herkam von da oben. Was willst du da wieder zurückgehen?
Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja einen Geheimgang irgendwo dazwischen. Keine Ahnung. Aufzügen. Hier ist auch noch eine Fackel. Ich glaube, wir sollten uns wirklich Hilfe holen. Ja, noch nicht. Kannst du mal rot machen? Oder kommst du nicht dran? Das. Kommst du an rot? Hat schon, vielleicht hat es wirklich. Warte mal eben. Ich guck mal eben, ja? Nur wenn es sein muss. Das wird irgendwas mit den Toren jetzt zu tun haben, wetten. Wir machen die Tore falsch auf. Wir müssen die Tore umstellen. Wir müssen bestimmt die Tore hier vorne und hinten umstellen, dass das Tor hinten nicht klemmt. Bist du da? Hallo? Ja, Entschuldigung, ich bin nicht in den Bildschirm reingetappt. So. Ja, mach mal die Tore anders. Drück mal bitte den roten Knopf und mach die Tore mal anders, die hier stehen. Also erstmal den roten Knopf drücken und dann die Tore hier ändern. Ja, aber dann komme ich ja nicht mehr zurück. Ja, du kannst wieder das Tor umstellen. Also das Rot. Und jetzt ändern wir die Position dieser Drehtore. Hast du was geändert? Ne. Ich bin jetzt beim blauen Hebel rausgekommen. Ja, versuch mal weiter zu ändern, irgendein Tor davon zu drehen. Weil das klemmt ja hier und das klemmt dann mal nur, wenn irgendwo anders was verschlossen ist. Hat sie jetzt irgendwas? Nein. Das fand ich, eine der beiden Drehtore ist falsch positioniert nämlich an. Weil man kann die beiden Drehtore hinten auch nicht öffnen, wenn die falsch rum sind, beziehungsweise gesperrt. Ich glaube, das liegt nicht daran. Vielleicht muss sie auch irgendwie oder so, dass irgendwo eine andere, ein geheimer Gang aufgeht oder so. Keine Ahnung. Das drückt mal blau oder rot, wo ihr natürlich dran drankommt. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Weil der Tor lässt sich hier nämlich gar nicht öffnen im Moment. Rot. Ich drück mal rot. Kommst du raus?
Nee, da kommt man. Ja, ich komme raus, aber der Tor bewegt sich immer noch nicht. Kommst du an Blau dran? Zurück nochmal rot, dann kannst du zu, damit du zu mir kommst. Ja, bin ich schon. Alles gut. Schau mal bitte blau, wenn du drankommen solltest. Welches? Blau. Blau? Ja. Ja, kannst du wieder zumachen. Ja, du musst mal blau erst drücken, sonst kommst du nicht weg. Dass wir einen Rot nochmal öffnen können. Rot muss jetzt. Richtig, Rot jetzt Rot öffnen. Ah, dafür müssen wir blau erst wieder drücken. Ja, da wird noch lustiger, wenn wir gleich, wenn wir dann drei Farben haben. Ja. Ich habe nichts gesagt. Okay. Machst du dann Rot einmal auf? Bitte? Ja, wir müssen halt gucken, dass wir das Tor jetzt entklemmt bekommen. Ja, das ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann mit dem Tor so. Kann mit dem Tor so. Aber es ist natürlich aber irgendwo weitergehen. Das ist wie früher bei diesem Labyrinth-Spiel da. Das verrückte Labyrinth als Brettspiel. Die Ecke passt nicht. Ja, welche Farbe brauchst du? Keine Ahnung, ich habe gar kein Tor. Ich habe nur das Tor, weil ich hin und her bewegen kann. Mehr kann ich nicht tun. Und nein, komm mal bitte zu mir. Also, welche Farbe brauchst du, um zu mir zu kommen? Gar keine. Ah, doch, rot. Rot, ne? Ja. So, mal auf, wir fangen jetzt hier, dass ich, also ausnahmsweise jetzt doch.